Elektroingenieur Jörg Hafke ist Berufspendler und seit vielen Jahren permanent auf der Straße unterwegs. Dabei ist er in der Vergangenheit immer wieder geblitzt worden. Wie so viele Autofahrer in Deutschland. Und das trotz Gegenmaßnahmen. Weder die CDs am Rückspiegel noch diverse Apps, die ihn vor Radarfallen warnen sollten, brachten den gewünschten Erfolg. Doch vor 2 Jahren machte es plötzlich Klick. Allerdings war es diesmal ein Geistesblitz, der Hafke überkam. Ich war auf dem Heimweg, da ist mir plötzlich aufgefallen, dass auf den Autobahnen so komische Schilder mit Zahlen auftauchen, die einfach so am Fahrbahnrand stehen. Man sieht die eigentlich kaum, aber sie sind da, glauben Sie mir. Hobbyphysiker Hafke notiert sich die Zahlen und versucht, eine Theorie zu entwickeln. Nach 2 Jahren steht er schließlich vor der Krönung seiner jahrelangen Arbeit. Der Formel, mit der sich der geheime Code hinter den kryptischen Blechtafeln aufschlüsseln lässt. Diese Formel, davon ist Hafke überzeugt, gibt jedem Autofahrer den Schlüssel zu einem Leben ohne lästiges Geblitztwerden. Um es auch für Laien verständlich zu erklären, wenn man ein Tempo mit einem Tachowert fährt, das der Zahl auf dem letzten gesichteten Schild entspricht, etwa oder darunter, dann verhindert man damit ein Auslösen des nächsten Blitzers. Man ist dann praktisch für Radarfallen, auch wenn es völlig unglaubhaft erscheinen mag, unsichtbar. Welche physikalische Kraft sich hinter seiner Formel genau verbirgt, ist Hafke selbst noch nicht ganz klar. Der Erfolg gibt ihm aber recht. In den letzten 6 Monaten bekam er nicht ein einziges Knöllchen wegen überhöhter Geschwindigkeit. Und die Formel ist für jeden Autofahrer in wenigen Minuten erlernbar. Frankfurter Flughafen bietet erstmals Self-Security-Check an. Als Vorbild fungiert dabei das an unterschiedlichen Flughäfen erprobte Self-Check-In-Verfahren. Unangenehme Berührungen und lange Warteschlangen bei der routinemäßigen Sicherheitskontrolle können damit bald der Vergangenheit angehören. Das neue Verfahren setzt darauf, dass die meisten Menschen selbst am besten wissen, an welcher ihrer Körperstellen womöglich unerlaubte oder gefährliche Gegenstände versteckt wurden. Auch das Prozedere ist wie gewohnt. Personen, die sich beim Security-Check verdächtig vorkommen, können sich selbst überwältigen und ausführlich verhören. Wer im Zuge seiner Untersuchung gar feststellt, dass es sich bei ihm um einen bewaffneten Terroristen handelt, sollte sich am besten laut und deutlich zur Aufgabe auffordern und im äußersten Notfall mit einem gezielten Schuss zur Strecke bringen, bevor andere Menschen verletzt werden.